Wir sprechen heute mal informativ über Druck, Luftdruck und Vakuum. Wir sind in der 7. Klasse im Gymnasium und wollen uns da mal mit beschäftigen. Wir haben als Ausgangsversuch Folgendes gemacht. Wir haben so eine Spritze, die es in der Medizin gibt, genommen. Und so eine Spritze hat auch einen Kolben da drin. Und alle Schüler haben mal vorne zugehalten und haben an dem Kolben gezogen. Und haben gemerkt, Donnerwetter, da braucht man eine ganz schöne große Kraft, um diesen Kolben herauszuziehen, wenn ich hier vorne, ich mache mal einen roten Punkt drauf, hier vorne meinen Daumen drauf halte. Das heißt, wenn also keine Luft hineingesogen werden kann. Woran liegt das? Zu dem Wort Vakuum komme ich dann noch. Woran das liegt, hat folgenden Hintergrund. Und zwar ist unsere Atmosphäre ziemlich dick, sagen wir mal, wesentlich dick, bis in Höhen von 40.000 Metern. Dann wird die Luft sehr dünn, aber da kommen wir dann drauf. Und diese gesamte Luftmasse, die lastet auch auf allen Gegenständen, auch auf der Spritze. Und diese Luftmasse, die strömt natürlich von dieser Seite her auf diesen Kolben ein. Das heißt also, dass dieser Luftdruck, ich schreibe mal P Luft hin, dass dieser Luftdruck diesen Kolben wieder hier in Richtung, da wo die Kanüle drauf sitzt, zurückdrückt. Und was das für Auswirkungen hat, das haben wir gesehen, man braucht eine ziemlich große Kraft. Wo man das anwendet und, darüber sprechen wir heute. Ich mache jetzt erstmal Pause und wir werden nochmal diesen Versuch näher auswerten. Gut, wir haben jetzt weiterhin diskutiert und haben gesagt, wir haben auch einen Versuch gemacht, wobei ich bitte, den Versuch nicht nachzumachen. Ich habe ein Messer genommen, ein Taschenmesser. Ich verzichte mal auf den Rest. So sah es aus. Und das Taschenmesser hatte hier oben die stumpfe Seite und dann wurde es hier vorne spitz und hier unten war die scharfe Seite. Und wenn ich auf diese Seite drauf gucke, dann sehe ich nichts. Wenn das Messer gut geschliffen ist, sehe ich hier nichts. Das heißt, von oben gesehen habe ich lediglich einen hauchdünnen Strich, den kann ich gar nicht so dünn malen. Mit anderen Worten, die Fläche dieses Messers ist 0. A gleich 0, schreiben wir mal hin. Ich brauche hier nicht Quadratzentimeter hinter zu schreiben, weil 0 mal Einheit bleibt 0. Gut. Wir hatten andererseits eine Überlegung gemacht. Ich habe einerseits mit meinem Finger auf die Hand gedrückt. Das soll jetzt mein Finger sein. Und da hatte jemand die Hand hingehalten. Und es tat nicht weh. Dann habe ich gesagt, soll ich mal einen Zirkel nehmen und hier genauso drauf drücken? Ah, da haben alle gesagt, nee, das geht nicht. Weil eine Zirkelspitze hat vorne an der Spitze die Fläche 0. Demzufolge kann ich mit einem Messer, wenn es scharf ist, die Fläche also gegen 0 geht, oder mit einer Spitze, kann ich allerlei Dinge vollführen, was ich mit einer anderen Sache, mit einem stumpferen Gegenstand nicht machen kann, weil die Fläche des Fingers, ich schreibe mal A Finger hin, ist auf jeden Fall größer als A Spitze. Ne? Und wenn ich mit der stumpfen Seite das Messer auf meiner Hand halte, ist diese Fläche des Rückens, A Rücken, auf jeden Fall größer, und zwar viel größer, als die der Schneide. Die Fläche. So, wir hatten uns andererseits überlegt, was ist, wenn ich mit solchen Schneeschuhen, also mit solchen Dingern, wo man den eigentlichen Fuß drauf stellt, die dann so die Fläche des Fußes vergrößern, wenn ich da auf Schnee gehe, ja, da passiert auch relativ wenig, ich sinke nicht so stark ein. Wir haben uns also klar gemacht, eins ist sicher, wir haben gesagt, der Druck, P wie Pressure, ist auf jeden Fall umgekehrt proportional zur Fläche. Das haben wir rausbekommen und wir haben sogar dann die Formel entwickelt, das hat ein Schüler gekonnt. Und wir haben gesagt, es ist auch von der Kraft abhängig. Ich kann nämlich diesen Versuch hier zum Beispiel ruhig mit der Schneide oder hier mit einer Spitze wiederholen, ruhig auf der Hand, wenn ich ganz vorsichtig diesen Gegenstand auf die Hand aufsetze, dann werde ich mich nicht verletzen. Also haben wir gesagt, Pressure, wieder klein p, ist proportional zur Kraft. Und daraus haben wir die Formel letzten Endes entwickelt. Und zwar P ist gleich F durch A.
Andere Schüler haben schon mal in der Formelsammlung nachgeguckt und da sehen wir, die Einheit für den Druck ist Newton pro Quadratmeter. Oder Newton pro Quadratzentimeter, Newton pro Quadratmillimeter, aber Newton pro Quadratmeter ist typischer. Und wir können nicht nur das sagen, sondern wir können auch sagen, zu Ehren des großen Physikers können wir sagen, ein Newton pro Quadratmeter ist gleich ein Pascal. Und jetzt werden wir gleich wieder mit solchen Sachen wie Hekto und so weiter uns beschäftigen. Das sind Vorsilben für 100, ne? Weil es ist sehr umständlich, wenn ich mit Pascal arbeite. Ich gucke gerade selber mal nach. Zum Beispiel ist auch ein Bar 100.000 Pascal. Ich wollte bloß ganz sicher sein. Wenn ihr das Wort ein Bar hört, das ist eine relativ alte Einheit für Druck, dann sind das 100.000 Pascal. So, und jetzt ist es sehr umständlich zu sagen 100.000 Pascal. Ich könnte hierzu leichter sagen, indem ich die 100 hier weglasse, Hektopascal. Groß, pardon. Hektopascal heißt 100. Und dann habe ich hier, das wären dann also 100.000, 1000 Hektopascal. Und dann kommen wir noch auf was. Wenn ich jetzt an Bar denke, gibt es noch Millibar und so weiter. Aber das soll jetzt informativ sein. Das kann man auch erstmal nachgucken. Hier gibt es gerade eine Frage. Ich sollte das nochmal ein bisschen klarer machen. Hier diese 100, die habe ich durch Hektar ersetzt. So wie man Hektoliter für 100 Liter sagt, kann man Hektopascal in diesem Fall sagen. Das aber bloß informativ, damit ihr ungefähr wisst, früher gab es noch solche Sachen wie Atmosphäre und so weiter und so fort. Oder Torr von Torricelli. Das ist dann wieder, welchen Druck eine Quecksilbersäule ausübt und so weiter. Oder Millimeter Quecksilbersäule ist ein Millimeter Quecksilbersäule ist ein Torr. Das lassen wir jetzt im Moment mal weg. Das sind veraltete Einheiten, die brauchen wir vorläufig nicht. Aber eins ist, wenn ich sage ein Bar, ich schreibe das nochmal besser hin. Hier, das schreibe ich nochmal besser hin. Ein Bar, dazu kann ich auch sagen 1000 Millibar. Milli wieder, damit ich, so wie bei Millimeter, mir die ganze Sache etwas einfacher machen kann. 1000 Millibar. 1000 Millimeter ist ein Meter, 1000 Millibar ist ein Bar. Und ein Bar, hat man ja gesagt, das sind 1000 Hektopascal. Und wenn man hört, der Wetterbericht sagt das manchmal, den Luftdruck, dann kann man also sagen, Millibar ist genauso wie Hektopascal. Also könnte ich sagen, das ist genauso wie 1000 Hektopascal. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt auf 1 Millibar runterbreche und sage, ich nehme bloß noch ein Tausendstel Bar, dann hätte ich 1 Hektopascal. Das bloß mal informativ. Und im Wetterbericht gibt man gerne den Luftdruck von Druckgebieten an, um zu sagen, ja, das ist ein Hochdruckgebiet, neutraler Druck zwischen Hochdruckgebiet und Tiefdruckgebiet. Ich tue jetzt mal so, als wenn die jetzt einfach so hier in der Landschaft rumlägen. Und der neutrale Druck dazwischen, das ist der sogenannte Standarddruck, das sind 1013 Millibar, beziehungsweise heutzutage angegeben als 1013 Hektopascal. Da weiß man, dass der Standarddruck, der sagt, das ist der Druck, der auf 0 Meter Höhe, also auf Meeresspiegelhöhe, herrscht, wenn kein Hoch- und kein Tiefdruckgebiet gerade da ist. Also genau die Grenze dazwischen. Typische Druckgrößen von kräftigen Hochdruckgebieten können bis zu 1040 Hektopascal sein. Und Tiefdruckgebiete um die 920, dann ist es aber schon wirklich sehr tiefer Druck, Hektopascal. Also das bloß mal nebenbei. Das sagt also, dass der atmosphärische Druck in Tiefdruckgebieten wirklich drastisch geringer ist als im Hochdruckgebiet. So, kurze Pause, nochmal Diskussion. Ich sprach gerade über Folgendes. Bergsteiger haben ein Problem. Hier sei 0 Meter, das wäre der Meeresspiegel. Ich mache das mal als blauen Strich. So, hier ist 0 Meter. Man sagt auch Höhe 0,0 oder über 0,0. Das ist also 0 Meter, daran messen wir Menschen das alles. Und in Braun mache ich mal jetzt einen Berg. Hier unten ist der Meeresgrund. Und jetzt lasse ich gleich mal einen Berg auf, einfach mal auf 8000 Meter Höhe steigen.
Und jetzt kann man sich doch durchaus vorstellen, dass hier mehr Luft drückt als in der Höhe. Warum? Weil die Luft, die hier oben in der Höhe ist, noch auf der Luft, die hier unten ist, lastet. Also diese hier lastet auf der Höhe, auf dieser Luft. Das heißt, je tiefer ich auf 0,0 komme, umso höher ist der Luftdruck. Und umgekehrt, je höher ich in atmosphärische Schichten steige, umso geringer ist der Luftdruck. Bloß mal informativ wieder, bei rund 5000 Metern ist ungefähr die Hälfte des Druckes. Habe ich ungefähr, das entspräche ungefähr einem Luftdruck von 500 Millibar oder 500 Hektopascal. Statt hier unten 1013 Hektopascal. Also ungefähr die Hälfte bei 5500 Meter, so ungefähr. So, und jetzt sagte ich was von Bergsteigern. Bergsteiger haben das Pech, wenn die hier oben oder je höher sie steigen, umso schlimmer wird's. Wenn die hier zum Beispiel gerade ihr Feuer machen und ihr Süppchen kochen wollen, damit sie dann weiterklettern können, und die haben hier einen Topf voller Wasser und denken, naja, da kriegen wir schon einiges gar, dann siedet das Wasser, dann ist Thetaside, schreibe ich mal extra hin, rund 70 Grad Celsius. Das heißt also, das Wasser siedet, je höher ich komme, umso eher. Oder anders gesagt, das Wasser siedet, umso eher, also bei niedrigeren Temperaturen, je geringer der Luftdruck ist. Und das ist eine verrückte Sache und ich zeige jetzt mal mit einer herkömmlichen Spritze, so wie ich sie anfangs gezeigt habe, dass, wenn wir hier Wasser reinfüllen, hier füllen wir Wasser rein und wir machen das gleiche wie eben. Wir ziehen also, halten hier dicht, hier vorne am roten Punkt und ziehen hier hinten am Kolben, dann fängt das Wasser an zu blubbern. Und das blubbert nicht, weil hier Luft dazwischen kommt von außen, also dieser Luftdruck hier sich dazwischen schleichen wird. Und warum das so ist, das werden wir gleich sehen. So, jetzt nochmal den Versuch und da werde ich jetzt einen Link in das Video einfügen. Da sah man hier, ich habe hier an diesen Kolben gezogen und auf dem Kolben bildeten sich lauter Gasbläschen in dem Wasser und hier oben in dem Wasser war sogar richtig tatsächlich, hier war ein Vakuum. Das Vakuum bedeutete, das Wasser hat Platz, die Teilchen können frei schwingen und wenn die frei schwingen können, na wunderbar, dann können sie sich auch in Gas wieder verwandeln. Und wir haben dieses Wasser, ich schätze mal, wir hatten hier eine Wassertemperatur von ungefähr, sind wir mal ganz gnädig, 20 Grad Celsius. Und wir haben gezeigt, dass Wasser schon bei 20 Grad Celsius sieden kann. In diesem Fall, weil der Druck, der das Wasser umgeben hat, plötzlich wegen des Vakuums niedrig war. Nämlich furchtbar niedrig. Also wie gesagt, hier kommt dann der Link hin und dann dazu das Video. Machen wir an der Stelle mal ruhig Schluss. Wir können dann noch auf, nee, oder eine ganz kurze Pause. Ich werde dann nochmal auf den Wasserdruck zu sprechen kommen. Noch eine Kleinigkeit zum Wasserdruck und dann hören wir damit auf. Wichtig bei der ganzen Sache ist Folgendes. Auf so einer Armbanduhr steht zum Beispiel ganz klein, wie dicht die ist. Also Armbanduhr, mach's mal ganz schnell so. Und da steht irgendwo zum Beispiel 30 Meter. Was ist damit gemeint? Luft hat ja eine relativ geringe Dichte, also Rohluft. Ich schreibe es mal schnell hin. Ist rund 1,29 Kilogramm pro Kubikmeter. Also ein Würfel Luft, ein Meter mal ein Meter, hat immerhin eine Masse von 1,29 Kilogramm. Das ist schön. Wasser wissen wir, Rho von H2O, schreibe ich nochmal hin, aber eigentlich weiß es jeder, ist auch ein Kilogramm, aber pro Liter, also pro Kubikdezimeter. Demzufolge muss der Wasserdruck in Abhängigkeit von der Tiefe wesentlich drastischer sein. Und hier kann man sich Folgendes merken, ich sage bloß ganz einfach, pH2O entspricht, sage ich jetzt mal ganz einfach, entspricht wie folgt. 10 Meter, also nee, das darf ich gar nicht so sagen, das muss ich so, also pH2O, das entsprechen 10 Meter Wassertiefe einem Bar, beziehungsweise einer Atmosphäre, oder 100.000 Pascal oder was auch immer. Also,
Wenn diese Uhr hier zum Beispiel 3 bar Druck von außen aushalten kann, ohne kaputt zu gehen, ohne dass Wasser hier reindringt, dann kann ich also 3 bar, kann ich sagen, jedes Bar entspricht 10 Meter Wassertiefe, kann ich bis auf 30 Meter tauchen. Das ist damit gemeint. Und jetzt ist aber Schluss mit dem Video. Ich mache jetzt erstmal dicht.